Schade, dass es keine Talentpunkte gab tatsächlich. Das wäre ganz cool gewesen. Und ich muss mit diesem Scheiß tatsächlich aufhören, weil ich das viel zu häufig sage, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Kennt ihr das? Es gibt so Sachen, so manchmal so ein Wort, was ihr halt ziemlich häufig benutzt, obwohl ihr es eigentlich nicht benutzen solltet? Also Zusammenhang schon, aber ich weiß nicht. Es gab bei mir mal eine Zeit lang in meiner Jugend, habe ich gerne das Wort Dingsbums benutzt. Das Wort nicht wirklich. Und hab dann relativ viele Sätze so aufgebaut, dass ich schon benutzen konnte. Aber im Endeffekt dachte ich mir dann auch so. Also Eis an sich ist ganz gut, aber die haut halt auch wirklich. Alter, ich bin zum ersten Mal gestorben. Hohoho. Ich weiß, ich bleib, glaube ich, bei Bahamut. Ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal einkaufen. Hohoho. Alter, übel. Das ist mir, glaube ich, wirklich jetzt zum ersten Mal im Spiel passiert? Nee, gar nicht. Ist schon öfters passiert. Was sagt der Controller? Ah, der ist voll. Wow. Tatsächlich. Wow. Clive. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Du machst mich noch arm, mein Junge. Arm. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Fertig? Aber ich hatte doch dieses Elixier. Warum war ich dann so im Arsch dafür? Ist Elixier so, oder muss ich das ausgerüstet haben? Wie, ich kann mich nicht dahin teleporten? Och, nee, sag bloß, ich muss diesen Kampf neu machen. Wenn wir gleich mal im Chocobo reiten. Aber auch nichts in dem Dorf, ne? Keine Truhen oder so. Dass es sich gegebenenfalls lohnen würde.
Obwohl ich aber sagen muss, ich habe das Gefühl, dass ich die Nebenquest jetzt wieder weitermachen sollte, damit ich wieder bessere Ausrüstung kriege. War ja beim letzten Mal auch so. Zwar keine Ahnung, woher das Vieh herkommt, aber... Bin ich damit wirklich schneller? Das sieht hier relativ leer aus. Warte mal, ich habe so das Gefühl, dass da hinten vielleicht noch irgendwas sein könnte. Zeit zu kämpfen. Ohne Gnade. Au! Alter, das ist ein bunter... Alter Schwede. Ah, hier war ich schon, okay. So, weg mit euch, weg mit den Viecher. Super. Vor allem Meteoritengestein. Fand ich es tatsächlich gegebenenfalls richtig schwach. Obwohl, wenn ich mal bedenke, wie viel wir jetzt gerade eben bei der ollen Tripper gekauft haben, war das vielleicht doch kein so schlechter Einkauf. Ja.
macht man übrigens Hähnchengeschnetzeltes? Ja. Das habe ich gebraucht. Machen wir doch mal. Ich bin echt nicht ganz so sicher, ob wir mit dem Chocobo schneller sind oder zu Fuß, wenn er anfängt zu rennen. Bereit? Pfleg, Ambrosia! Ach, Ambrosia heißt das Vieh. Ich dachte Schneeballflocke oder so. Oh, die Viecher sind wieder am Leben. Scheiße. Ob man so Talentpunkte farmen kann? Nee, ne? Das gab ordentlich Talentpunkte. Ich glaube, hier kann ich auch mal ein bisschen farmen. Das ist ein großer Chocobo. Ah ne, das ist... ich dachte schon. Yeah.
auch nicht. Ich will nichts sagen, aber ich habe... Alter, diese Ebene ist echt... So langsam habe ich das Gefühl, die Ebene ist leicht über mir. Schon besser. Ich kann hier gut Stuff sammeln. Das gefällt mir schon mal sehr. Das habe ich gebraucht. Achso, muss ich ja gar nicht. Das macht er automatisch, wenn ich was sammle. Was. Oh, komm schon. 15 Gil? War es nicht wert? Wieder diese Viecher, aber ich kann halt echt gut sammeln, ne? So. Ja. 4-8. 4-2. Hier habe ich alles fertig, aber der Eiserne Tanz macht gefühlt nicht so viel Damage. So, das muss aber jetzt ordentlich Damage machen und wehe nicht. Alter, leckt mich doch am Eiersack. Ich komme mit dem Banabas, ich weiß nicht, das sieht zwar geil aus, aber ich komme damit nicht zurecht. Tatsächlich, ich bleib bei meinem... Bleib hier bei meinem Bahamut.
Darf ich das auch vergessen? 4300. Ich könnte die Phönixflamme verbessern, tatsächlich. Fehlt so ein bisschen. Ja, ich weiß. Mit dem Spielstil komme ich besser klar. Oh, da vorne ist was. Ganz viele Raptoren. Das lief besser als erwartet. Findest du es auch seltsam, dass es hier so still ist? Ich finde, hier ist alles seltsam. Also ich habe meine Kombination gefunden. Scheiß auf das Aussehen von den Dingern in der Tat. Aber ich bleib hier, weil es einfach. Ich komme damit klar. Zeit zu kämpfen.
eigentlich schon echt traurig, dass die hier alle so arkadisch wurden. Verabschiede mich. Mach's gut, Yuna. Ich weiß nicht, wie lange ich noch mache, aber ich habe gerade richtig Lust. Okay. Ja, ich glaube, jetzt sind sie alle im Eimer. So, da haben wir das Dorf hier auch mal aufgeräumt. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal wieder besiedeln. Das wäre ganz cool. Wenn es mal wieder... was geben würde. Stuff, ne? Badbach-Konservatorium. Warte mal. Falscher Knopf, Entschuldigung. 407 Fähigkeiten ist Quatsch. Hier auf dieser Ebene gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken. Auftragsziel in der Nähe, aber da hinten, das schneidet mich noch. Hier. Schwarzes Blut. Von dem müsste ich doch auch mehr als genug haben. Ich dachte, es wäre jetzt Buggy. Vor dem Sturm. Es führt nur ein Weg in die Stadt.
über eine Brücke, durchs einzige Tor. Dahinter wartet, was auch immer von den Valutern übrig ist. Bist du darauf gefasst? Ich wage zu behaupten, ja. Lol, ich muss da nicht selbst hinlaufen, ich kann dahin reisen. Was hat sich denn hier abgespielt? Ich würde sagen, eine Menge. Niedergang. Doch das erleichtert die Dinge für uns. Ich hoffe, du hast recht. Das hoffe ich auch. Stadt des Wahnsinns. Bin mal gespannt, was da so uns entgegenkommt. Der Äther hat auch sie ertränkt. Sehen wir zu, dass wir nicht so enden. Es lief gut. Das lief wirklich gut. Ich dachte, da kommen noch ein paar. Die Kämpfe haben Spaß gemacht tatsächlich, aber da hauen sie uns nicht so viele da in den Weg. Oh mein Gott, ist das Vieh geil. Was ist das denn hier, Matt? Wer würde sich solch eine Bestie halten? Und natürlich ist der Justin nicht da. Gar nicht wirklich. Alter!
Au. Alter, der Wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir zusammen. Der Bahamut ist zwar schon übel, aber ein Behemoth. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Nur so ein Höllenhund oder so. Ich habe eine Call-Up zwischen Final Fantasy und Monster Hunter. Monster Hunter konnte man Behemoth bekämpfen und dann FF und den FF einen Rathalos als Haupttier. Okay. Stimmt tatsächlich. Finde ich auch ziemlich geil.
Der war doch tot. Das war ein Bug. Der war schon so lange tot. Mutig, mutig. Voll in die Fresse. Als finale Attacke. Verstehe. Im Endeffekt war er Pflanzenfresser. Schnell, bevor die Brücke wegbricht. Nimm sie doch erstmal aus. One-Hit in Monster Hunter. Wie bei den anderen, liegt der Eingang zum Heiligtum sicher am Fuß des Kristalls. Wir sind fast da. Das tut gut. Aua. Das Gefühl, wir sind so ziemlich nah am Finale. Das lief gut. Stell dir mal vor, die Leute hier. Wären so Kacklappen. Wie die Florenzia-Entwickler und hätten gesagt, ja, du kannst zwar hier so eine Massendingsbums machen. Aber dadurch, dafür, dass das Spiel nicht so einfach werden soll. Machen wir es so, dass deine Blechenskills nur 3 Leute treffen. Da kommen wir wohl nicht durch. Das wäre richtig weird. Das Tor hier drüben ist offen. Ja, ich weiß. Ich will nur noch mal gucken, ob da noch irgendwas liegt. Guck mal, was haben wir denn hier? Da. Supertrank. Perfekt. Thank you.
Auf jeden Fall. Paralyseblick. 9 Sekunden kannst du dich nicht mehr bewegen, wenn dich der Feind blöd anguckt. Ich glaube 30 waren das. Aber ist ja auch egal, es ist Müll und bleibt Müll. Ich habe gerade richtig Spaß, weißt du das? Muss ich aber korrigieren, Justin? Die habe ich nicht erwartet. Auch der Cry kann nur 30 Monster, glaube ich. Das sowieso. Aber wie gesagt, die Zeiten liegen hinter mir. Oh, wir haben wieder den geilen Hund. Alter, der geht ab. Der Hund hat Bock. Diese Brücke dort, gelangen wir ins Heiligtum. Ich würde dieser Brücke nicht trauen. Dann ist es nicht mehr weit. Ultimus.
Geht gut. Geht gut. Durch die Festung also. Anders geht es wohl nicht. Also ich komme mit dem Trio wesentlich besser klar. Mit Eis, Bahamut und Phönix. Als mit Dingsbums. Yo, habe ich jetzt gerade den ganzen Raum geplättet? Kann man mal machen. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich folge einfach mal meinem Instinkt. Das sieht doch schon wieder so nach... Oh nein. Ultimas Verderbnis macht vor nichts halt. Ihr Einhalt gebieten. Das werden wir. Super. Perfekt. Und ich habe noch nicht mal so viel gebraucht. Wer weiß, was uns hier alles noch entgegenkommt. Gil. Kriegen jetzt hier so viel Money. Finde ich ein bisschen schade bei solchen Sachen immer, dass man am Ende immer Kohle kriegt. Und im Endeffekt kann man aber halt nichts damit anfangen. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Kein Problem. Halt's durch.
war ja gar nichts. Zwei Skills. Son Goku. Sorry, aber das kannst du halt auch nicht vergleichen. Ich finde, Videospiele oder Dingsbums immer zu vergleichen, immer schwierig, weil du musst es halt auch im Verhältnis sehen. Oh, das ist wirklich schwierig, weil ich weiß halt nicht, wie von der Stärke, von der Geschwindigkeit her würde ich sagen, Son Goku. Aber ich weiß halt nicht, ob Bayonetta Planeten zerstören kann. Das sieht doch schon wieder nach einem Kampf aus, dem Justin gefallen könnte. Das war, glaube ich, nur durchs Sonnensystem.
Ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Also ich denke, von der Größe her, weil Son Goku ja jetzt auf die Götterebene aufgeht, würde ich sagen, ist Son Goku aktuell am stärksten. Wenn man es aber verhältnismäßig sieht, könnten die alle relativ gleich stark sein. Es hört einfach nicht auf. Die ganze Armee ist hier. Zurück, Joshua. Ich beschwöre Ifrit. Stopp, Clive. Hör mich an. Wenn du dich hier verausgabst, wirst du nicht genug Kraft haben, um den Kern zu zerstören. Was soll ich dann tun? Alter, Mit, du bist doch echt krank, Mädchen. Die Mädels haben echt den Verstand verloren. Nice. Sie ist nicht allein. Geil. Die Überraschung gelungen? Wie seid ihr? Geth. Er hat uns gesagt, wo ihr sein würdet. Und sogar einen Riss in der Mauer gefunden. Und als wir das Feuermeer am Himmel gesehen haben, haben wir nicht länger gezögert. Wir waren nicht untätig. Was verschafft uns die Ehre? Ich begleiche nur meine Schuld. Prinz Deon. Gut, euch wohl aufzusehen. Ihr seid also Ifrit. Euer Onkel gab mir eine Nachricht. Vertraue deinem Herzen und es wird deine Klinge führen. Du bist deines Vaters Sohn. Seine Worte. Danke. Für alles, eure Hoheit. Dion, bitte. Euch ist also ein guter Herrscher. Dass wir bis jetzt allerhöchstens den Putz hier von der Wand geklopft haben, oder? Götz! Wenn die geil! Damen und Herren also langsam soweit wären? Schön gesagt, Geth. Wir haben viel zu tun. Finde ich gut, dass wir das nicht allein machen müssen. So.